Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Origins. Und wir haben mal auf die Karte geschaut. Wir würden jetzt mal hingehen und das eine oder andere Fragezeichen aufdecken und den Turm und dann mal gucken, wie es weitergeht. Mal sehen, wie weit wir kommen. Genau. Ja. Nachdem wir endlich jetzt ein Nosferatu umlaufen. Genau, Nosferatu ist tot. Gut, das ist ja vorher schon gewesen, also jetzt im Original. Ja, untot. Untot, ja. Ja, das ist ein Unterschied. Ja, zugegeben. Ich pferdepfeife mal. Pferdepfeife, ja. Ich pferdepfeife. Das ist doch falsch rum. Oh, habe ich vergessen umstellen. Mitte. So. Jetzt nach links, die digital. Jetzt R-Optionen, dann L1 und jetzt da umstellen. Okay. Ich brauche deswegen Anleitung, weil ich das normalerweise nie tue, weil ich immer die Folgen abspeichere und der Martin die Umstellerei übernimmt. Aber hat er gnadenlos versagt. Der Hunger war zu groß. Ja, Chips haben wir so nicht. Was ist mit dem los? Kämpf mit einem Happy Hippo. Das ist wen muss ich jetzt, gell? Wen muss ich denn angreifen? Beide. Innen prügeln los. Ups. Was machst denn du da, Arsch? Na. Ich würde auf die Bettwaffe wechseln. Digital nach rechts. Oh, leck. Jetzt hast du schon eine Reise. Oh gut, jetzt brauchst du es nicht mehr. Hm? Plündern! Hättest du einen Attentat machen? R1, R2? Ja, wollt ihr eigentlich. Oh, das ist doch... Das ist doch ein Rattenkack hier. Ja, kannst du doch das Schwert wechseln. Ja, ich habe nicht so viele Daumen. Jetzt. Es ist ja total nervig. Also es ist ja total nervig. Ja, ich hätte wirklich nicht herkommen sollen. Du musst hier nicht irgendwas anzünden wollen, du Knaller. Gut, haut mal, heißt schon mal. Gemeinsam! Der Schatz ist, glaube ich, auch gerade. Ah nein, das ist Fallstelle. Weißt du was, ich rufe jetzt hier meinen Gaul, oder? Und weg mit dir. Du bist so... Ja, ja, ich weiß schon. Wow. Und die belebt dich nicht wieder. Weil die ja, wahrscheinlich, weil ich noch im Kampf bin, ja. Oder? Ein bisschen unangenehm. Ein bisschen. Ein wenig. Jetzt. Es belebt mich immer noch nicht wieder. Das heißt, ich mach den jetzt platt. So, jetzt belebt es mich wieder. Manchmal muss man den Bösen einfach aufs Maul hauen, dann geht's wieder. Will ich richtig kritisch? Ich wollte eigentlich gucken, was da jetzt noch ist. Ach so, ja. Obwohl Sinn. Ich. Nein, macht das Sinn. Ja, weil jetzt ist ja. nur noch der Schatz geholt. Der Hauptmann heißt ja schon. Da kannst du ja 10 Uhr mal noch wieder bemühen. Dieser Ort wird schwer bewacht. Was?
cool. Der Schreck von ihm hat gerade den Zaun zum Einstürzen gebracht. Ui. Hä? Sie sind rein. Meinst du? Da kann man ins Zelt, genau. So, en passant noch schnell 400 Erfahrungspunkte geholt. Mhm. Das geht da eigentlich, ja? Mhm. So, next, oder? Genau, oben hat es noch ein Fragezeichen. Dann nehmen wir das. Und dann machen wir mal einen Legal. Fiefer. Ein Ritt zum. Oh, hey, Das ist ganz schön sumpfig, hm? Mhm. Das ist nicht viel, hm? Eine Quest von Stäuber. Der Gesch... Omen am Himmel. Hast du jetzt meditiert? Ich Arschloch. Naja, Optionen hätte ich halten müssen. Na gut. Sie schaut Nacht. Egal. Der Sarkophag wurde wohl mit einem Karren transportiert. Er trägt das Zeichen Silkets, der Skorpiongöttin. Mhm. Doch wo ist die Leiche? Das weiß ich gar nicht. Tschüss! Hm? Diese perverse Poesie feiert das Chaos. Sie kehrt alles um, was göttlich und gerecht ist. Naja, klar. Da unten, oder? Ja. Oh, diese Schwimmerei ist ja gar nicht so richtig meins. Ne? Flup! Siehst du was? Ich sehe nichts. Hä? Hä? Bin ich blöd? Doch. Aha. Jetzt hätten wir Schlangen. Armer Mann. Traurig, dass du von den Nilpferden unter Wasser gezogen wurdest. Und dann wurdest du noch von einem ungeschickten Schlechter ohne Daumen auf das Jenseits vorbereitet. Wo ist deine Leber? Was? Armer Mann. Ja, ist gut. Traurig, dass du von den Nilpferden unter Wasser gezogen wurdest. Und du kommst nicht weg jetzt. Und dann wurdest du noch von einem ungeschickten Schlechter ohne Daumen auf das Jenseits vorbereitet. Naja. Wo ist deine Leber? Meine Leber? Deine Leber. Und wir hören die Leber rein. Aber ich, ganz ehrlich, wenn der das so sagt, dann kriege ich total Bock, was zu essen. Ha! Ich könnte nachher für so liebliche Wohl sorgen. Das wäre irgendwie schon eine Option. Was das? Nee. Doch, doch. Zumindest in dem, was im Wasser war. Ja, aber... Jemand kam mit einem schweren Karren hierher und nahm denselben Weg zurück. Die zweite Spur ist nicht so tief. Mhm. Das ist nicht lange her. Der Karren ist vielleicht noch nicht weit. Ich finde sicher noch weitere Spuren. Ehrlich? Die Täter dürfen so etwas nicht noch einmal tun. Der hat so irgendwie so Gerechtigkeits-Dingsbums-Syndrom, weiß nicht was. Wo muss ich hin? Wo muss denn ich hin jetzt? Karte nachschauen. Ich will mal den Turm freischaufeln. Oder dann die Quest annehmen. Schau mal schnell, wie weit das die Quest weg ist. Das ist der hier jetzt, oder? Ja. Das wär, gar nicht, oder? Also, das wäre einfach gerade in der Nähe, ja. Ja, genau. Untersuch die Ritualstätten in der Welt. In der Welt? In der Welt.
Das klingt wie so ein Mega-Ding. Weißt du, wie Bayek's... Aha, ja. Bayek's schieß mich tot. Meinst du? Naja, da stand jetzt sonst nichts. Naja. Ritualstätten. Aha, da ist einiges. Das hier war die erste. Ja, okay. Oh, scheiße. Ich glaube, ein Löwe? Jetzt gehen wir mal davon aus, dass der nicht raufkommt. Also diese Türme sind einfach lächerlich. Ja? Du hättest die lieber noch 500 Meter höher. Ja, einfach so die geilen Dinger von damals. Aber gut, ich meine, das sind halt Ägypter. Mann. Bevor ich da rauskrabbel, gucke ich mal auf die Karte. Soll ich in Richtung nächstes Fragezeichen mal? Nein, also Dings, die Hauptmission wäre unten rechts. Irgendwo in der Region. Ach so, ich meine, ja, hast ja natürlich recht. Okay, mal gucken, wo war das? Die Lügen des Karabäus. Ja, genau. Hm. Ja, genau. Da der Grundscheinlich hat das zweite Ding auch noch vorbei. Ja, da kann ich die kann ich ja noch aufdecken, ja, oder? Und Turm. Den Turm auch. Ja. Und dort hat es noch das Fragezeichen, wenn das beim Vorbeilaufen gerade noch wird. Ja, das weiß ich nicht, ob ich das schaffe in der ganzen. Wir sind schon bei 11. Naja, ist ja gut, egal. Das heißt ums andere. Ja. Der Tiger ist immer in der Reise. Ja. Kein Problem. Easy. So schnell ist kein Löwe, oder? Löwe. Vorsicht, da steht aber Dings, geile Festung. Ein Speergebiet. Ich will mich hier nicht erwischen lassen. Ein Hauptmann. Schon wieder ein Haubi töten. Zu Staub. Hau weg hier. Die sind relativ stark hier alle. Ja, wir sind mittlerweile auch 20, oder? Naja, trotzdem. Und er prügelt sich schon mit jemandem. I see. Kann ich da unten durchkrauchen? Na, da ist ja edel. Die Links sind am Schlauf. Ja, die mache ich als erstes weg. Achtung, 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 Achtung. Oh, scheiße. Hey, du kannst nicht fliehen. Naja. Alles klar. Wieder hin, wenn es nur einzeln kommt. So wirst du mir nicht entkommen. Geh hoch, du Knallkopf. Nichts. Nee. Da kannst du vielleicht vorne abkommen, jetzt schon wieder. Ah, geht nicht. Was? Hinter dir. Ah, scheiße. Du hast wenigstens das ganze Lager vor dir, sozusagen. Ja. Das heisst, es gibt keinen Alarmschlag. Und dort hat es noch viel zum Auflesen. Wo? Gerade vor dir rechts. Ah. So, wo ist denn der König? Der Hauptmann rein. Der Haubi. Oh, der kommt schön. Der kommt für mich extra. Uhaha. Zack. Schön. Jetzt noch Schatz plündern. Wo ist er? Ja, mach mal Ping. Na, da, guck mal. Lösch nachts. Na, das war ja eigentlich nicht so schlimm, ne? Mhm.
Wir haben immer noch das Geld noch nie ausgegeben. Naja, macht ja nichts. Nein, nein, natürlich nicht. Also, das. Oh, reicht's jetzt noch? Wo? Ja. Und da ist noch was, ne? Mhm. Super Huber. Ja, da halt. Was ist da hin? Wahrscheinlich wieder. Ne? Nee. Oh. Weiches Leder und noch mal irgendetwas. Eine tote Hyäne. Ah, stimmt. Gut, das war ja gar nicht so einfach, ja, gar nicht so schwer. Dann gehen wir mal in der Richtung weiter, oder? Mhm. Der Neue in der Stadt. Das bin ich. Der Sheriff. Ach, ich kann nicht? Was denn? Pferdpfeifinger. Oh. Letopolis. Das ist recht sandig alles da. Willkommen. Willkommen in Letopolis. Hm? Raum des Großen. Bla 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 bla. Hallo, hey, sag ich da dazu. Willkommen! Willkommen in Letopolis! Ich vergesse nie ein Gesicht, aber deins habe ich noch nicht gesehen. Ich suche nach Tahar. Du hast es! Dein neues Heim! Ein Wunder menschlicher Arbeit. Das ist ein Autoverkäufer. Das große Werk beginnt. Nein, das ist nicht wahr. Du weißt es nur noch nicht. Wir geben jedem Neuankömmling ein Haus. Grab es aus und hilf bei den Bauarbeiten. Ein neuer Anfang. Ich bin nicht hier, um im Sand zu leben. Sprich mit einem unserer neuen Einwohner, Vinay. Er weiß, wie befreiend es ist, die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Arbeit macht frei. Ich kann sie nicht abstreifen wie eine Schlange ihre Haut. Ein neues Leben erwartet dich in der Glorie. Politisch korrekt, gell? Eine Chance auf einen Neubeginn in einem goldenen Land. Sieht man nur, wie solche gab's früher auch schon. Wo muss ich hin? Ich habe eigentlich keine Ahnung, oder? Drückt einmal das Handel, genau. Klagen der Arbeiter, ne, ich hol jetzt erstmal hier den, oder? Mhm. Da, guck mal, easy. Ah, das hört sich schon so staubig an. Da will mir nicht wohnen, gell? Das ist so übel. Wie das staubt. Ja, das ist übel. Da komme ich nicht hoch. Nein, ich denke schon. Ah, doch. Die bauen einfach qualitativ nicht so gut. Einfach so, dass man immer zwei Finger herbringt. Ja, genau. Die Fugen sind einfach zu groß. Ah, da kommt schon wieder die spannende Musik. Oh. Hey, sag bloß, echt, das ist doch Schikane. Kannst du noch plündern, gell, bevor du den runterhüpfst? Was kann ich plündern? Da hat dort noch das Gefäß gehabt, wo du kannst plündern. Ehrlich? Mhm. Ah, wo? Da tatsächlich. Nicht da. 200 Mark. Da hat sich sogar noch gelohnt. Ja. Oh. Synchronisieren. Du nur. Dann siehst du da über die weite Lande. Weite Flüsse. Ich hätte eigentlich gedacht, dass es jetzt politischer wird insgesamt. Weißt du, mit wir gründen jetzt die Assassinen und so. Aber bis jetzt noch nicht. Ja, also so viel ist. Also diese Kleopatra-Geschichte, das war ja schon so der erste Ansatz, aber.
Gut, wir haben jetzt viele Nebenquests gemacht. Ja, das stimmt schon, aber irgendwie hätte ich gedacht, das geht schneller irgendwie in diese Richtung, weil wir kämpfen jetzt die ganze Zeit gegen diesen, wie heißt der? Brandschatzer da. Wie auch immer. Nosferatu. Ja, wie auch immer. Klagender Arbeiter, wie der Schweizer wir säge. 35 Meter, das ist ja praktisch erreichbar. Mhm. Sogar ohne Pferd. Mhm. Ah, ein Decision-Gerät. Hier, lass mich dir helfen. Was? Hältst du mich für hilflos? Ja. Ich bin überrascht, dass eine Frau in deinem Zustand so hart arbeitet. In deinem Zustand. Die Schwanger. So besoffen. Ich bin kein Zimperlieschen. Die sehen alle gleich aus. Die sehen gleich aus wie alle anderen. Aber Ding fällt. Pfirsichhaut. Mein kleines Böhnchen. Ich muss dahin und sie antreiben. Lass mich, Nibet. Herrin. Finde die Arbeiter und sprich mit ihnen. Ah, das wollte ich jetzt nicht. Was willst du denn? Na, gucken. Mauern. Tada! Das ist ja genau dort, wo du angezeigt hast. Ja. Hast du den selber jetzt noch gesehen? Da ist noch ein Dingsbums. Ein Lüchtführer. Ich gehe mal direkt zum Lüchtführer und werde es mal kurz manipulaten. I am the Manipulator. Ämst du? Ich. Wo ist denn das jetzt, verdammt nochmal? Was machst du? Zeno ist nicht verfucking verfügbar. Aber du kannst da zum Knubbeli mit den Mitarbeitern sprechen. Okay, Mann. Baba! Ipui! Könnt ihr mich hören? Baba! Ipui! Ich bin hier! Aber hast du irgendwas an der Birne oder was? Mein Bein ist verletzt. Ich weiß nicht, wie schwer. Und Baba? Ich weiß nicht. Ich kann ihn nicht sehen. Hol Hilfe! Bitte! Schnell! Hilf mir! Easy. Was ist passiert? Der Tunnel ist eingestürzt. Baba und Ipui sind noch da drin. Wie kann ich helfen? Wie? Bist du stark genug, um den Weg frei zu räumen? Vielleicht kannst du sie rausholen. Bitte, Nep. Es sind meine Brüder. Hm. Warte hier. Kann ich? Ich tue, was ich kann. Machen wir. Wir sind bei 23. Ach so. Ja, doch ein nicht lang. Ja, Sigiriet. Ping-Pong, ja, musst du wohl. Durchsprechen. Hey du, bist du verletzt? Ja, hab mir den Knöchel verstaucht. Was für eine Frage. Mein Bruder Baba arbeitete weiter hinten. Der Tunnel ist eingestürzt. Ja, ich weiß nicht, ob er noch lebt. Ja, ist alles bekannt. Dann suche ich ihn. Alles Vorsicht. Bekannt. Ich glaube, ich habe ein Zischen gehört. Tragen. Knöchel verstaucht, da muss man die tragen. Also das sind schon brutale Heulsoßen da, die Ägypter. Lege das Ziel auf den Boden. Jetzt kann ich mich um ihn kümmern. Ruhig bleiben, Frank. Zurückgehen und Baba finden. Schnell! Er ist vielleicht verletzt. Ja, ich weiß doch, mein Bruder. Ich werde deinen Bruder finden. Danke, Geduld! Hick doch ein bisschen Geduld. Die wollen eine Story entwickeln und wir achten wie einfach nicht so drauf. Wie Story entwickeln? Die erzählen mir fünfmal den gleichen Kack. Und achten aufs Zischen. Lützisch. Omk, sag ich da nur Omk. Omk. Friede, Wadjet. Verzeih, dass ich deine Gruppen tötete. Verzeih, dass ich die Schlangen töten musste, leider, rauweise. Kann ich die nicht töten, oh, da die Ollen? Achso, ist die. Ich setz nochmal ein. Die auch. Mal Eis, komm mal. Achte auf das. Also Schaden macht die schon anständig, ne? Kolleg. Ja, ja, ja. Easy. Du kannst noch plündern. Ja.
Und die andere auch. Was ich natürlich auch tue. Ja, surely. Da haben wir so ein Schlangenfell. Hm, Fell, ja, Fell, Fell. Fell. Freilich. Interact. Bist du verletzt? Nein. Ich konnte mich vor dem Einsturz gerade noch hier reinzwängen. Ich hatte keine Ahnung davon. Wir wollten eigentlich den Fluss erreichen. Hä? Vor was? Das ist sehr wahrscheinlich Teil des alten Tempels. Brauchst du Hilfe, um herauszukommen? Nein. Es geht mir gut. Ich gehe zurück zu meinen Brüdern und ruhe mich aus. Ja. Hm. Besser ist das. Was ist das hier bitte? Der alte Tempel, hast du gerade selber gesagt? Mann, Mann, Mann. Melde dich bei Nitro. Hm. Dort sehr schnell umsuchen. Ja, genau. Soll ich die Fackel rausholen und ein bisschen das Auge des Kemwehr. Unsere wunderbare, prächtige Stadt ist verwickelt in eine Schlacht zwischen Mensch und Gott, dem Fluss und der Wüste, Horus und Sachmet. Als unsere Ahnen sie gründeten, war sie dem großen Schwarzen gewidmet, dem Falken, dessen rechtes Auge die Sonne und dessen linkes Auge der Mond ist. Doch in den letzten Monaten und Jahren ist die reißende Herrin immer näher und näher gekommen. Unser Sommerfestmahl zu ihren Ehren kann sie nicht länger besänftigen. Sie kriecht näher und näher und der Feueratem der Kriegslöwen trägt die Hitze und den Sand der Wüste ins Herz der Stadt. Die Orakel sagt, sie will ganz Ägypten für sich erobern und verschlingen, solange wir ihr kein großes Opfer bringen. Ihre Priester haben den Nomarchen geraten, die Stadt aufzugeben, denn das würde sie milde stimmen. So ein verdammtes Glück. Sollte man auf jeden Fall machen. Ich bin da voll dafür, die Stadt aufzugeben. Eine Geschichte der verlorenen Hüter dieses Ortes. Ja, genau. Das Schwert fehlt. Welches Schwert? Ich frage mich, ob Mahes in Selkins Haus Erfolg hatte. Oder ob seine Suche dort endete. Okay. Es geht um ein Schwert. Hm? Mhm. Irgendwie. Wir schließen. Oh, Papyrus, Papyrus. Wir waren siegreich, die göttliche Löwin, die mächtige, deren Atem die Wüste geformt hat, deren Zunge so rau ist wie der Sand, deren Augen mit der Hitze der Sonne strahlen, die wildeste aller Jägerinnen wird diesen profanen Ort verschlingen. Diese Stadt, in der sich die Menschen für größer als die Götter hielten. Wir haben beschlossen, uns den Göttern unterzuordnen, während unsere Feinde in Ungnade fallen. Die Stadt und alles darin wird für 100 Jahre unter einem Mantel aus Sand begraben sein. Im Gegenzug wird sie den Rest des Nillandes unter dem Himmelsgott gedeihen lassen. Wehe jedem, der sie ausgraben will, um die Schätze der Göttin zu stehlen. Jetzt sind wir schon bei den Mumien angelangt. Ja, also ich finde, ich bin jetzt bald so weit, dass ich so schnell lesen kann, wie die Typen, die immer die Beipackzettel vorlesen in der Werbung. Zu riesigen Nebenwirkungen. Ja, genau. Zu den riesigen Nebenwirkungen. Lesen Sie bitte. Das war's, oder? War's das? Schon irgendetwas muss noch oben sehen. Ach du liebe Kacke. Überall irgendwie. Ja, aber nur nicht da, wo wir sind. Ja, aber das ist irgendwie woanders. Ja. Was ist denn mit dir los? Ich denke, du sollst heimgehen. Bist du bescheuert oder was? Melde dich bei Nitro. Wer ist denn der Nitro? Ja, wahrscheinlich der, wo du am Anfang geredet hast mit. Du laufst auch noch einmal anders raus. Hä? Nein, nicht. Entschuldigung, meine Orientierungssinn hat immer verhebelt. Hallo, Sigiriet. Geht's gut? Ah, leider brauche ich nicht. Wir sind jetzt dann irgendwie bei 100 Minuten langsam. Wie rechts. Ja. Wieso? Ah, jetzt kann er dann langsam nochmal. Hallo? What? Unanständig tönt. Der Tunnel ist teilweise eingestürzt, aber ich konnte den Arbeitern helfen. Ja. Mein kleines Böhnchen und ich sind froh, dass du noch rechtzeitig vorbeigekommen bist. Mögen die Götter dich tausendfach für deine Böhnchen segnen. Pass gut auf dich auf. Und mögen die Götter dein Böhnchen segnen. Au! Tschüssi! Also für den Dialog will ich 1500 EPs, bitte. Oh mein Gott, bis dann. Ciao. Bye bye.